Wir haben seit 65 Wochen immer wieder an die Menschen erinnert, die im Mittelmeer ertrinken, und jedes Mal hier, jede Woche auf dem Marktplatz gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir wollen, dass das anders diskutiert wird. Wir wollen, dass es überhaupt diskutiert wird, und wir wollen, dass eine Veränderung stattfindet in der politischen Entscheidungsfindung. Hallo, wir haben einen ganz tollen Kreis. Das sind Ehrenamtliche, die sich aus dieser Zivilgesellschaft hier heraus zusammengefunden haben, die den Arbeitskreis gegründet haben, Willkommen in Seligenstadt, und die einfach ganz tolle Arbeit machen, die also in die Häuser gehen, wo Geflüchtete untergebracht sind, die Deutschkurse initiieren und anbieten, die helfen, ins Berufsleben zu finden, die auf Ämter und Behörden mittappern, die zu Begegnungscafés einladen, die psychologische Unterstützung anbieten, die unglaublich viel machen. Das ist hier richtig toll verortet. Und mit denen arbeiten wir, also wir sind miteinander verknüpft sozusagen, wir arbeiten miteinander. Das ist eine tolle Erfahrung. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vielleicht können Sie sich erinnern, wir hatten eine Zeit, da waren wir klein und eine mehr intimere Gruppe, dann wurde es größer und wir hatten plötzlich Menschen da, nachdem wir uns immer mal wieder umdrehen mussten und die wahrnehmen mussten, gucken, was machen die. Als sich eine Gruppe von besorgten Bürgern kombiniert mit Rechtsradikalen aufgemacht hat, uns in die dazwischen zu gehen quasi, also eine Gegendemo angekündigt haben und uns auf Facebook beschimpft und verleumdet haben, da haben wir gemerkt, dass es eine große Aufmerksamkeit bekommt und dass sich viele Leute auf einmal gewundert haben, was hier in der Stadt eigentlich los ist. Und dann sind viele Leute zu uns gekommen, um zu gucken, was wir hier machen und auch zu gucken, um was die anderen eigentlich da treiben. Und dann sind es auch wieder ganz viele Leute geworden, die sich hier getroffen haben, weil klar war, man darf einer bestimmten Gruppierung nicht den öffentlichen Raum überlassen. Also man muss einfach, wenn man für Respekt, Solidarität, Achtung, Menschenrechte ist, dann muss man das einfach immer sagen und immer leben und darf nicht einfach darauf vertrauen, dass es irgendwie automatisch kommt.